Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf Freaky Fishing Friends bei Frankie. Hallo, ich bin Frankie. Ja, heute geht es hier mal nicht ums Angeln, sondern um Corona. Denn ich habe mich heute mit dem Corona-Wirkstoff AstraZeneca impfen lassen. Ja, und in diesem Video möchte ich mal die nächsten 2, 3 Tage kommentieren, dokumentieren, wie es mir so mit bzw. nach der Impfung gegangen ist. Ja, gibt es Nebenwirkungen, gibt es keine Nebenwirkungen, wie stark sind die Nebenwirkungen und so weiter und so weiter. Ja, live jetzt hier für euch, die Entfernung des Pflasters. Ach, das ist fast schon einfach so abgefallen. Ja, also ich kann hier jetzt auch gar keine Einstichstelle sehen. Mir ist jetzt so keine Rötung oder irgendeine Reizung oder Druckempfindlichkeit. Also das ist eigentlich alles top in Ordnung. Ja, den Einstich selber habe ich auch gar nicht gemerkt. Also das ist gar nicht erwähnenswert. Ja, warum ich schon geimpft werde, aus beruflichen Gründen konnte ich also heute schon geimpft werden, habe gestern das Schreiben von meinem Arbeitgeber bekommen und habe dann auch umgehend, also sofort am nächsten Tag, einen Termin bekommen. Das war also heute um 17 Uhr. Ja, aufgrund leider war es alles etwas überbucht, weil wohl auch der AstraZeneca-Stoff zwischenzeitlich mal ausgesetzt war, hat die ganze Geschichte heute 1,5 Stunden gedauert. Ja, gut, da musste ich jetzt eben nur mal durch, aber ansonsten ging alles reibungslos. Wie in Deutschland eben bekannt, viel Papierkram, 3 Unterschriften, hier ein Formular, da ein Formular. Anschließend, wo man endlich nach dem Peak sagte, jetzt kann man endlich wieder nach Hause. Nein, da muss man noch eine Viertelstunde im Wartebereich bleiben und, und. Ja, wie eben halt so in Deutschland bekannt. Alles sehr bürokratisch eben halt. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt mal die nächsten 2, 3 Tage das Ganze hier mal dokumentieren und euch berichten, wie es mir mit bzw. nach der Impfe geht. Ja, hallo, wollte mich nochmal melden. Und zwar ist es jetzt 9 Uhr, das sind jetzt gut 4 Stunden nach der Impfung. Bisher ist noch alles in Ordnung, fühle mich noch topfit eben halt. Hier, wo die Einstichstelle eben halt ist, ist auch nichts, ist keine Reaktion, ist also alles tipptopp. Und werde mich jetzt mal so langsam ins Bett begeben, bin auch so ein bisschen müde und melde mich dann auf jeden Fall morgen früh wieder. Mal schauen, wie die Nacht wird, aber ich hoffe, dass ja alles gut verläuft. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Das ist jetzt ja der erste Tag nach meiner Corona-Impfung. Ich habe die Nacht also super geschlafen. Auch heute Morgen, ich bin topfit. Also ich habe jetzt keinerlei Anzeichen, dass ich mein Körper irgendwie auf die Impfe reagiert, durch irgendwelche Nebenwirkungen habe. Ja, das Einzige, die Einstichstelle hier ist zwar nicht zu sehen, aber ich habe so einen ganz, ganz minimalen Druckschmerz. Aber das ist jetzt weiter nicht der Rede wert. Wahrscheinlich die Nacht ein bisschen drauf gelegen, da hat sich das vielleicht ein bisschen gereizt. Ja, wie gesagt, ich bin topfit. Wir haben es jetzt 8 Uhr. Ich würde sagen, ich melde mich gegen Mittag nochmal und ich hoffe, dass es so bleibt. Ja, wir haben es jetzt 12 Uhr, ist also jetzt genau 19 Stunden nach meiner Corona-Schutzimpfung. Ja, mein Arm, das tut jetzt doch ein bisschen mehr weh. Also ich merke es also auch, wenn ich den Arm eben halt hochmache, bewege, das ist wie so ein, ja, wie so ein blauer Fleck, würde ich mal sagen. Bisschen unangenehm, aber hält sich noch so in Grenzen. Ja, so zu meinem Allgemeinzustand. Mittlerweile bin ich doch so, ja, ein bisschen müde. Ja, ich bin nicht mehr ganz so fit wie heute Morgen. Also ich würde mal sagen, so ganz leicht angeschlagen. Aber wollen wir mal gucken, wie sich das so im Verlaufe des Tages noch ändern wird. Ja, hallo, wir haben es jetzt circa 17 Uhr. Meine Corona-Schutzimpfung ist jetzt ungefähr 24 Stunden her. Gut, und bevor man diesen Pieks in den Arm kriegt, hat man ja nochmal ein Arztgespräch. Da wird man ja darüber aufgeklärt, dass innerhalb der nächsten 24 oder 48 Stunden ungefähr solche Symptome, grippeähnlichen Symptome auftreten können. Ja, diese sind ja bei mir heute Mittag schon ein bisschen aufgetreten. Mittlerweile haben sie sich ein bisschen verschlimmert. Ich habe mich dann jetzt auch erstmal hingelegt. Also es ist jetzt eben halt so weit. Also arbeiten gehen könnte ich so jetzt eben halt nicht mehr. Also ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, leichtes Fieber. Die Einstichstelle hier, die tut jetzt auch richtig weh. Und ja, dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ja, hallo, die Nacht war mal richtig holprig, ich habe kaum geschlafen, bin immer wieder wach geworden, Kopfschmerzen, Fieber gehabt, Schüttelfrost, also wie gesagt, Kopf- und Gliederschmerzen, also hat es mich dann doch nochmal richtig erwischt. Ich bin auch noch richtig fix und fertig, ich habe auch immer noch Kopfschmerzen, ich werde mich gleich wieder hinlegen
und mich dann im Laufe des Tages nochmal melden, wie es mir dann geht. Ja, hallo, wir haben es jetzt 17 Uhr, genau 48 Stunden nach meiner Corona-Schutzimpfung und wie ihr seht, geht es mir ja mittlerweile besser. Ja, seit heute Mittag wurde es dann kontinuierlich besser eben halt. Die Nacht war jetzt nicht so schön, mit Kopf- und Gliederschmerzen, leichte Magenprobleme, Schüttelfrost. Ich bin auch ständig wieder wach geworden und war dann heute Morgen auch dementsprechend noch gerädert und auch noch mit ziemlich, bis mittags hatte ich also dann noch schon ziemlich heftige Symptome. Ja, ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, dass nach so einer Impfung eben halt solche Symptome auftreten können. Das sollte euch nicht abhalten, euch nicht davon abhalten lassen, dass ihr euch impfen lasst. Ja, ich kann nur jedem raten, sich zu impfen, damit wir diese hier endlich wieder loswerden und wieder normales Leben führen können. Ja, ich werde nochmal am 15.06. bekomme ich meine zweite Impfung. Da werde ich nochmal ein Video drüber machen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Ja, und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und dann sehen wir uns zu meinem zweiten Video.